Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play C12 Final Resistance. Ich mache einen Save State und habe glücklicherweise auch auf die richtige Taste gedrückt. In der letzten Folge haben wir uns so ein wenig wieder ins Spiel hinein vertieft. Ach, ich dachte gerade, da wäre ein Gegenstand und die Schrift würde nur backen, aber nein. Verschlossenes Gitter lässt sich nicht in Hosentasche integrieren. Integrieren, ich will es ja nicht an meine Tasche annähen, also naja. Ich schätze, ich kann das kaputt machen. Ja, wie gesagt, haben so ein bisschen zurück ins Spiel gefunden, beziehungsweise ich. Ihr habt das ja vielleicht, ihr seht es vielleicht am laufenden Band, aber wie gesagt, das ist immer so ein bisschen doof mit dem Zeitunterschied. Und ich habe euch ein bisschen was erzählt, so was so in letzter Zeit passiert ist. Und ich kann. Ah, ja, ist okay. Ja, dann muss ich das irgendwie aufspringen. Sprengen, nicht springen. Nicht den Zaun bespringen. Und ich kann euch wirklich nur so den Tipp geben, falls ihr, ich kenne wie gesagt auch andere Leute, also zwei Menschen, die haben, also kenne ich nicht persönlich, aber zwei Leute, die haben einen gemeinsamen Kanal und machen auch sowas wie ich, so indirekt Themenbehandlung und indirekt lästern, die haben aber, habe ich das gerade gesagt, die haben irgendwie so, ich glaube 4000 Abonnenten oder so, denen ist das noch nicht passiert, aber falls ihr irgendwie einen YouTube-Kanal habt oder so und auch vielleicht mal eure Meinung sagen wollt, dann tut das, aber um Gottes Willen, gebt dem YouTube-Namen keinen aus eurer Klasse oder aus eurer Schule allgemein, auch nicht den Lehrern. So, wenn ihr stolz auf eure Werke seid, ist okay, dann macht das irgendwie am Ende der Schule oder so, kurz bevor ihr die Leute da nie wieder seht, aber macht nicht denselben Fehler wie ich. Ich habe, wie gesagt, einer Person vertraut und ein Jahr später, also jetzt, dürfte ich die Konsequenzen dafür tragen. Also nur mal so, da spricht natürlich wieder jemand aus Erfahrung. Ich spreche natürlich nur aus Erfahrung. So, wo ist jetzt hier dieses Scheißgitter? Weil wir haben uns super verstanden, aber so im Laufe der Zeit und so und naja. Aber gut. Wie gesagt, da könnte man jetzt wieder sagen, ja, aber du hast die Videos sind ja öffentlich, aber es ist halt ein Unterschied. Ob die Leute, die sich das anschauen, ob die dich persönlich kennen oder nicht, weil bewirkt langsam brennen, rot kombiniert bewirkt eine harmlose, aber laute Explosion. Naja, wenn sie harmlos ist. Aber wir machen's mal. Ja, die war wirklich scheiße harmlos. Dann muss ich das vielleicht verätzen. Bewirkt langsam brennenden Lichtschein mit der gelben harmlos, aber gelbe kombiniert. Ja, passt, gelb. Ja, tatsächlich. Es ist halt wirklich ein Unterschied, ob. Hab ich ja gerade gesagt, weil wenn Leute sich das Video anschauen, die mich nicht kennen, dann können sie mir halt auch quasi in gewisser Weise nichts tun. Also wenn jetzt jemand irgendwie einen dummen Kommentar oder so schreibt und es mir zu blöd wird, dann blockiere ich oder ich mache halt das Internet aus. Oder im schlimmsten Fall schließe ich meinen Kanal. Aber das war's dann. So, aber wenn Leute dich persönlich kennen, dann hast du halt so diese direkte Konfrontation. Was ja an sich kein Problem ist, nur die ist dann halt so weit gegangen, dass sie mir die örtliche Polizei auf den Hals gehetzt haben. Das ist nicht so nett. Ich meine, sie können mich gerne hassen, aber mir gleich die Polizei auf den Hals zu hetzen und gleichzeitig mich aber im Internet zu dissen, das ist schon, das macht nicht so wirklich Sinn. Und wäre ich wirklich ein potenzieller Amokläufer, dann hätte ich die ja schon alle umgebracht. Alleine, weil sie mich provoziert haben. Es geht alles zu glatt. Seien Sie besonders vorsichtig, nur für den Fall. Und was auch immer Sie tun, halten Sie Ausschau nach Energieminen. Es geht alles zu glatt. Haben Sie etwa den Schwierigkeitsgrad verstellt? Nein, also, weil, wie gesagt, wenn ich so eine Gefahr wäre, was ich nicht bin. Aber ich meine, wer ist denn so blöd und provoziert einen Amokläufer? Also, wenn er, weißt du, ah ja, scheiße. Er hat ja eben was davon gesagt. Ich weiß nicht, stehe ich drauf? Sieht so aus, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Okay. F3. Fuck! Genau die falsche Taste! Ah! Okay. Oh, das tut mir jetzt leid. Das tut mir jetzt wirklich leid. Oh, fuck. Ich war mir gerade so sicher. Nein, ich habe Laden gedrückt. Ja. Wie gesagt, ich bin die Gefahr nicht. Aber wirklich, stellen wir uns mal vor, ich wäre so einer. Ja? Stellt euch vor,
Ihr werdet von jemandem bedroht. Jemand bedroht euch. Jemand sagt euch, er bringt euch um. Weil ihr ihn auf den Sack geht. Ja. Würdet ihr den provozieren? Also ich würde keinen provozieren, der damit droht, mich zu töten. Aber gut, wie gesagt. Nur so viel dazu. Ich tue es nicht. Ich bin keine Gefahr. Momentan muss man ja, wie gesagt, aufpassen, was man hier sagt. Weil ich ja quasi überwacht werde. Ich bin ja Staatsfeind Nummer 1. Ich wollte es nur mal sagen. Es ist nicht so schlau, Leute zu provozieren, die damit drohen, einen zu töten. Nur mal so. Aber gut. Ja, es tut mir schon wieder leid hier, aber ich war mir so sicher, dass ich jetzt auf Speichern gedrückt habe. Hier war das Gitter. Und sie haben mir natürlich alle drei gegeben, jeweils dreimal, weil hier manch einer so blöd ist, dass er das immer noch nicht gerafft hat mit der Kombination. Ich meine, hier steht's sogar. Man hätte es ja man hätte es ja spannender machen können, indem man nicht hinschreibt, was bewirkt. Also indem man mir quasi, also wie bei Resident Evil oder so, ich glaube, da war das zumindest so, dass man am Anfang so ein Zettel kriegt, hat man ja, glaube ich, auch bekommen, wo dann so drin steht, ja, wenn sie das grüne Kraut mit dem roten kombinieren, dann ist super duper und so, dann, aber ist okay. War es auch immer. Da komme ich, habe ich ihn getroffen? Ich weiß es nicht. Nein, da komme ich nicht ran, okay. Ja, wir wissen ja, es läuft alles zu glatt ab hier. Ein Kletter doch rüber, Mensch. Ein Scharfschütze, ja, okay. Was habe ich jetzt gedrückt? Ich drücke jetzt F1. Okay, jetzt habe ich es geschafft. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Ja, vielleicht sollen sie mich doch ins Gefängnis stecken, aber nicht wegen Amoklauf, sondern wegen Blödheit. Was? Sie haben ihren Save State geladen, statt zu speichern. Oh, sie kommen ins Gefängnis. Wieso hat er denn jetzt gebrannt? Okay, stopp. Ja, genau, bis hierhin. Ja. Es geht alles zu glatt. Ja. Seien Sie besonders vorsichtig, nur für den Fall. Und was auch immer Sie tun, halten Sie Ausschau nach Energieminen. Es geht alles zu glatt hier. Ich hätte mich, wow, vor dieser Mission nicht duschen sollen. Ich glaube, das war so ein Fehler, weil jetzt rutsche ich hier so lang und könnte in Minen laufen. Okay, so viele Minen sind hier gar nicht. Ich dachte, es wären mehr. War das alles? Zumal, wieso? Woher weiß der das? Dass hier Minen sind. Das ist auch schon wieder so ein Witz. Ich meine, das hatten wir einmal im Spiel und da war es auch so zufällig, glaube ich. So ein, wenn wir jetzt bei so einem richtigen Masochisten-Entwickler gewesen wären, der hätte mich da auch eiskalt reinlaufen lassen, ohne mir vorher was zu sagen. Ich wäre hier locker, wäre ich hier einfach gestorben. Ich wäre hier sogar lang gelaufen und hätte mich wieder gewundert, wieso ich denn Schaden nehme, weil ich jetzt hier schon wieder vergessen habe, dass sowas überhaupt existiert. Also, naja, gut. Hauptsache, das Zeug hier buggt. Okay, da ist ja schon wieder der nächste. Kann ich nicht irgendwie einen Headshot oder so machen? Das wäre ganz super. Was ist eigentlich das hier nochmal für eine Waffe? Kann die irgendwas? Offensichtlich nicht. Oh, guck mal. Bodybuilder und so. Das ist eigentlich gar kein Schild, was er mir da präsentiert. Welches? Er möchte mir nur seinen Körper zeigen. Schon wieder? Vaughn, wir glauben, dass sie uns abhören. Bis wir eine sichere Frequenz gefunden haben, muss absolute Funkstille herrschen. Bis dahin weiter so. Sie machen ihre Sache gut. Vaughn, das klang im ersten Moment, dachte ich so, habe ich so verstanden, Vaughn, wir glauben, dass sie uns abhören. Ja klar, Vaughn hört euch die ganze Zeit ab, aber nein. Ja klar, haben sie euch abgehört. Deswegen waren die Minen da. Sie waren nicht da, weil du es wusstest, sondern sie haben die extra hinplatziert, weil du behauptet hast, dass die welche sind. Hättest du das nicht behauptet, wären da jetzt keine Minen gewesen. Dann hätte ich auch nicht den Self-State drücken müssen. Und dann hätten wir jetzt vielleicht 5% mehr Fortschritt. Du bist dran schuld. Du und kein anderer. Aber Hauptsache, sie machen gute Arbeit, ne? Ja, ja. Oh. Mein Gott. Kann ich nicht einfach... Ah, guck mal, es bringt's ja voll, ne? Tot
total sinnlos. Kann ich eigentlich hier hoch? Ich weiß nicht, ob das der Plan war. Ich glaube, das hat sich hier jetzt auch geschlossen. Ah, hier muss ich bestimmt irgendwas eingeben. Was stand da? Tut mir leid, ich bin gerade rüber gehüpft. Ich konnte es nicht lesen. Sicherheitsbolzen. Würde ich jetzt Ratchet spielen, dann hätte ich einen Bolzen. Würde ich jetzt Clank dabei haben, dann hätte ich Clank einfach reingeworfen, ja? Aber weder das eine noch das andere steht hier zur Debatte. Also machen wir es auf den... auf die Warnische Art. Oh, das ist nett. Habe ich jetzt nicht gesehen, die Gegner, aber Hauptsache... lass mal schießen. Oh, komm schon. Da ist auch hier so League of Legends, ne? Braum und so. Oh, ich habe viel zu viel League of Legends. Wer kommt denn? Welcher normale Mensch kommt, denkt denn hier an Braum? Ganz ehrlich. Mein Schild wird dich schützen. Ja, von wegen. Ich glaube sogar... ich weiß es nicht, aber wenn der dieses Schild einsetzt und man Braum von hinten angreift, nimmt er da Schaden? Ich glaube schon, wa? Das sieht aus wie so ein Irrgarten. Was zur Hölle? Alien Kika, lass du. Oh nein, ich habe nicht mehr viel von der Waffe, aber es ist die einzige. Hi. What the fuck? Seid ihr gefangen oder seid ihr einfach heiß auf mich? Oder beides? Ich meine, so Gefangene, die sind vielleicht auch mal heiß. Also. An sich ihre Bedürfnisse, nicht unbedingt das Äußere. Ja, okay, ich brauch... na, dann werde ich sie doch haben, oder? Ich komme ja hier nicht mehr so wirklich raus. Schild. Lalalala. Ja, natürlich habe ich die Alien Keycard. Und welche ist jetzt aufge... ja, okay. Hätte ja sein können, dass das da hinten so eine Falle ist. Die Kiste kann ich schieben, das sehe ich schon. An der... Umrandung. Aber ich gehe erstmal nach oben. Wahrscheinlich muss ich hier irgendwas tun. Ah ja, wahrscheinlich muss ich die Kiste dann dazwischen machen, damit ich nicht aufs Maul kriege oder so. Kann ich mir vorstellen. Kann ich da... ja, okay. Ich wollte schon wieder Self-State setzen, aber das kann nicht die Devise sein. Ich meine, anfangs wollte ich das ja nur machen. Also der Plan war ja, das nur zu machen, falls das Spiel abkackt. Also quasi immer vor jedem Ladebildschirm. Wobei man immer nicht unbedingt sieht, wann... ich muss das sogar tun. Wann es Zeit für Ladebildschirm ist. Aber ich habe das so in Erinnerung, dass ich da teilweise einfach auch den Safe-Stick geladen habe, weil ich... ja... dumme Sachen gemacht habe. Das nimmt ja auch so ein bisschen die Spannung raus. Apropos Spannung. Strom und so. Ich spring da jetzt einfach rüber oder so. Kann ich jetzt hier, ja, schätzungsweise bin ich jetzt drüben. Wozu war die Kiste jetzt gut? Vielleicht auf dem Rückweg? Ich weiß es nicht. Was kann ich hier tun? Ich kann wieder mal buggen. Ja. Okay. Wozu? Naja, für die Kiste schätzungsweise, aber wozu brauche ich die? Ach, wetten, hier muss ich dann irgendwie hoch, ne? Kann ich hier was drücken? Nein. Aber warte, hier war doch Alien Keycard. Lass mich mit eurem Denken schon Ruhe. Aber ob das so passt? Muss ja. Okay. Oh, ich habe jetzt schon Wunder gedacht, was passiert, dass ich hier, wie gesagt, irgendwie die Kiste als Schild verwenden muss oder so. Aber nein. Kisten benutzt man nur, um rüber zu steigen. Um auf höhere Ebenen zu kommen. Kommen zu können. Sphären. Dingsbums. Wie schiebe ich die denn? Okay, X. Ich habe leider keine Kisten mehr geschoben. Und mein, ja. Meine Lagerausbildung ist auch schon ein wenig zurück. Kriegen die sich da jetzt ein bisschen? Ich weiß es nicht. Vielleicht probieren die das jetzt auch aufzumachen. Vielleicht machen die sich ja selbstständig, machen das ganze Spiel kaputt. Ansonsten habe ich... hier wäre wieder so eine schöne Stelle gewesen, um sowas zu erzählen. Aber das kann man ja vorher nicht wissen, ne? Hätte ja jetzt auch episch viel Story kommen können. Vampire Diaries, ne? Und so. Das war ja schlimm. Lief ja, habe ich mich ja da, wie gesagt, dazu... niedergelassen, das über Fernsehen zu schauen, obwohl ja, wie gesagt, 20:15 Uhr immer das Geschnittene kam und ich das dann quasi immer 11:30 Uhr
Dreiviertel zwölf schauen musste, beziehungsweise dann nachträglich im Internet. Und dann machen die einfach mitten in der Staffel eine Sommerpause. Ich dachte mir, schön, schön Schrank auch, das mache ich nie wieder. Hab mir dann einfach den Rest über Englisch angeschaut, deutschen Untertiteln. Da ist es ja mal mies, weißt du, da, ich meine, das war irgendwo nett, so Tradition, jede Woche, also Donnerstag und Freitag da halt, aber so zu umständlich einfach. Und dann haben sie, besitzen sie noch die Frechheit, Sekunde, Fraps, besitzen sie noch die Frechheit, eine Sommerpause zu machen. Die brauchen sich echt nicht wundern, wenn das doch... Wow, ja, ist es nicht fair? Jetzt mal ganz ehrlich, ist das nicht fair? 365.000 Leute haben in die Comments geschrieben, dass sie das äußerst fair finden. Ich bombe euch halt einfach so weg. Bombe ich euch weg. Oh, danke. Hätte ich jetzt auch unfair gefunden, wenn man mir nichts gegeben hätte, weil aufgrund der Kameraperspektive konnte ich nicht wirklich sehen, ob ich da wirklich viel Schaden gemacht habe. Was habe ich jetzt? Ich glaube, ich habe eine Alien Keycard eingesammelt. Ey, war nicht nett. So, wie gesagt, ich habe das ja schon mal angesprochen, dass nachher heißt es dann, wenn es schief läuft, ja, hier, die Sendung ist scheiße. Nein, ihr verunstaltet die Sendung einfach. Ihr könnt sie nicht ordentlich präsentieren. Wenn ihr sie um 20.15 Uhr schneidet, dann präsentiert ihr sie nicht ordentlich. So, und wenn 12-Jährige um 20.15 Uhr noch nicht im Bett sind, dann ist es auch keine Schande, ne? Also ich war als 12-Jähriger, habe ich auch schon Nächte durchgemacht. Aber, ne, das ist halt, mein Gott. Es geht um Vampire, die sich gegenseitig zerfetzen. Haben natürlich ihre Gründe. Wieso schneidet ihr das? Das ist, als wenn ich eine Autosendung mache ohne Autos, ohne Autofahren. Zeig immer nur die Autos, ich fahr damit nicht. Ich verstehe es nicht, aber gut, wie gesagt. Ansonsten... Ah ja! Das ist natürlich auch blöd, dass man das so... 4 Stunden 5 oder was... Ich wollte gerade sagen, wieso ist der Speicherpunkt denn der Speicherplatz in der Mitte? Aber das Thema hatten wir, glaube ich, schon. Elena ist ausgestiegen. Ich glaube, jetzt geht's bergab. Schätzungsweise. Finde ich auch blöd, dass man... Ja, okay, man ist ja selber schuld, wenn man das im Internet liest. Aber dass die das doch quasi mitten in der Staffel preisgibt. Da wusste man dann, okay, irgendwas passiert jetzt am Ende der Staffel. Entweder... Mann, geht doch mal kaputt. Entweder stirbt Elena oder sie fährt halt in den Urlaub, der nie endet oder so. Ja, was sie da letztendlich draus gemacht haben, ist interessant, aber ich will auf jeden Fall nicht spoilern. Ich würde mal aber auf jeden Fall... Hab ich gerade durchs Schild geschossen. Würde aber auf jeden Fall mal gerne wissen, ob es unter euch überhaupt The Vampire Diaries bzw. The Originals Fans gibt. Ist mir so an sich noch nicht so wirklich bekannt. Aber wie gesagt... Das wäre mal richtig interessant. Warte mal, Ich brauche schon wieder eine Alien Keycard. Ich habe noch keine. Das heißt, hier wird sicherlich vielleicht irgendwo noch ein Gegner sein, der eine für mich hat. Ansonsten würde diese ganze Konstruktion ja keinen Sinn ergeben. Deswegen kann ich hier durch. Oh mein Gott. Boah, was ist was zur Hölle? Okay, ich glaube, hier werden die Aliens geboren. Das ist so ein bisschen, Nein, sie werden aufgemacht. Entweder werden sie aufgemacht oder sie werden zugemacht. Ich weiß es nicht, aber da kann ich auf jeden Fall getroffen werden. Lauf! Ach, ja, okay. Au! Ich sag nur noch au. Ja, da wollte ich nur ein Stück gehen und er geht 3 Meter. Da! Kann ich das einfach deaktivieren? Warum auch immer ich das tun sollte. Ich bin dafür, dass die Aliens weiter die Menschheit ausrotten. Kann ich das bitte wieder anmachen, bitte? Dankeschön. Dankeschön. Oh, hi. Fraglich ist natürlich, ob der jetzt nicht gekommen wäre, wenn ich es ausgelassen hätte. Hä, ich hab's ja wieder angemacht, ganz ruhig. Da klingt das Handy. Na gut. Warum eigentlich? Na okay. Ich habe schon mal 100 Mal drüber gesprochen. Ist ja auch nur positiv, wenn die Zeit vergeht. Ich würde aber trotzdem noch gerne wissen, was hinter dieser Tür ist. Okay, hier kommt dann das Logo rauf. Made by Außerirdisch. Oder so. Also dann gehen die Dinger doch nicht auf, sondern sie werden zugemacht. Ich schätze mal, dass es irgendwie so ist. Aber dann wiederum, wir sind doch auf dem
Sind wir noch auf der Erde oder sind wir nicht mehr auf der Erde? Ich weiß es gerade nicht. Weil sie werden das ja wohl nicht auf... Nein, ich weiß nicht, wo wir sind. Das kann ja nicht auf der Erde sein. Denn so wie das hier aussieht, läuft es schon seit ein paar Jahren. Ich weiß nicht. Aber vielleicht können wir das auch in der nächsten Folge klären. Wie gesagt, vielleicht haben wir das in der Vergangenheit auch erfahren dürfen. Und ich habe hier, wie gesagt, eine Gedächtnislücke aufgrund dieser und jener Tatsachen. Aber nichtsdestotrotz werde ich diese aktuelle Folge jetzt beenden und würde mal sagen, schaut auch in der nächsten Folge wieder vorbei, wenn ihr wissen wollt, was hier so Phase ist. Und so weiter und so fort. Ich wollte gerade sagen, lasst einen Daumen nach oben da. Ich weiß gar nicht, ob ich das in dieser Reihe schon mal gesagt habe oder ob das echt erst mit den League of Legends Videos kam. Ich weiß es nicht. Deswegen lasse ich es jetzt. Aber vielleicht wollt ihr trotzdem Daumen nach oben geben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya. Ja, ich glaube doch, das kam erst mit League of Legends. Fuck. Egal.